Harte Worte von US-Präsident Joe Biden. Kurz vor Ende der Kongresswahlen in den Vereinigten Staaten holt der Demokrat zum Rundumschlag gegen seinen Vorgänger Donald Trump aus. In einem normalen Jahr sind wir nicht mit der Frage konfrontiert, ob die von uns abgegebene Stimme die Demokratie bewahrt oder sie gefährdet. Aber dieses Jahr sind wir es, so Biden laut dpa bei einer Wahlkampfveranstaltung in Washington. Der Hintergrund? Trump weigert sich bis heute, seine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl von 2020 einzugestehen und sprach wiederholt von Wahlbetrug. Nach diesem Vorbild stellten sich nun auch bei den anstehenden Midterms einzelne Republikaner zur Wahl, die sich nicht dazu verpflichten wollen, die Ergebnisse der Wahlen zu akzeptieren, an denen sie teilnehmen. Ein Verhalten, das Biden harsch verurteilt. Man kann sein Land nicht nur dann lieben, wenn man gewinnt. Trump hat seine Macht missbraucht und stellt sich über die Verfassung.